Es ist so schön, lange schlafen zu können. Ha, was ist los? Was für ein fieser Wecker. Ich will schlafen und er weckt mich auf. Na warte, gleich kannst du was erleben. Na, so ist viel besser. Jetzt kann ich weiter schlafen. Hey, du musst aufstehen. Okay, ich werde dir helfen müssen. Wach auf. Kate. Ach, das funktioniert auch nicht. Muss wohl kaputt sein. Moment mal, ich habe eine Idee. Okay, das muss auf jeden Fall funktionieren. Ein bisschen eiskaltes Wasser. Hey, was soll das? Wieso hast du mich nass gemacht? Na, wieso wohl? Heute ist dein Geburtstag. Und das ist dein Geschenk. Oh, da freue ich mich. Ja, vielen Dank. Was ist denn da drin? Hm, ein Buch. Ehrlich? Ach, vielen Dank. Oh, ich habe mir Mühe gegeben. Aber das sollte dir auch gefallen, oder? Bitte sehr. Oh, wie schön, ein leckerer Cupcake. Gefällt mir. Mm, schmeckt gut. Lass es dir schmecken. Oh, was für ein wunderschöner Tag. Guten Morgen, meine Königin. Stehen Sie auf. Ah, jetzt schon? Bitte sehr, ein paar goldene Patches. Ich liebe diese Dinger. Ich benutze sie jeden Morgen. Was haben wir heute für einen Tag? Na, wie jeder Tag, ihr Geburtstag. Oh, ist ja schön. Das ist ihre Torte. Gib mal her. Aha, ich habe mir was gewünscht. Jetzt kann ich die Kerzen auspusten und diese wunderschöne goldene Creme probieren. Gefällt mir nicht. Kannst du haben. Ich mag diese Torte nicht. Es wird Zeit für Geschenke. Ah, Geschenke, ich liebe es. Oh, danke für die Patches. Gern geschehen. Na, was ist denn da drin? Oh, ich mag diese Packung. Das ist ja ein neues iPhone. Ein goldenes iPhone. Es wird Zeit für ein paar Selfies. Hier kannst du haben. Ciao. Du kannst gehen. Ach, vielen Dank. Ich glaube, ich werde ein bisschen weiter schlafen. Oh. Hey, wie lange soll ich noch warten? Ich muss auch ins Bad. Come on! Ich komme ja schon raus, tut mir leid. Na also, jetzt bin ich dran. Ach, was für eine Familie. Jetzt muss ich mich umziehen. Ah, so viel Spinnenweben. Hm, die Qual der Wahl, wie es doch heißt. Ich ziehe wie immer meine Lieblingsjeans an und mein Lieblings-T-Shirt. So ist gut. Ach, ich sehe gut aus, oder? Hä? Was ist das denn? Das sind ja ein paar Flecken. Menno, das ist ja voll schlimm. Wie soll ich jetzt diese Jeans tragen? Wobei, Moment mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich werde meine Jeans gleich noch hübscher machen. Ich muss einfach eine Schablone ausschneiden und mir eine Sprühdose besorgen. Und schon habe ich silberne Herzen auf meiner Jeans. Die sehen voll cool aus. Schönen Tag noch. Es wird Zeit, dass ich in die Schule gehe. Ach, ich liebe diesen Baradar-Kanal. Und Pommes mit Cola liebe ich auch. Na gut, es wird Zeit, dass ich mich fertig mache. Mal sehen, was ich heute anziehe. Hm, dieser Pelzmantel, nein. Dieses Kleid auch nicht. Dieses gefällt mir auch nicht und das auch nicht. Ich habe einfach nichts zum Anziehen. Was soll das? Ich habe überhaupt nichts zum Anziehen. Jeden Tag dasselbe. Moment, ich habe eine Idee. Ich brauche mal mein Hausmädchen. Ja, ich höre. Ach, was für ein Albtraum. Sie haben wieder mal nichts zum Anziehen? Das macht nichts. Ich kümmere mich darum. Hallo, dringende Bestellung. Beeilen Sie sich. Das war's? Die besten Outfits aus allen Boutiquen der Welt fliegen zu Marie. Wie lange soll ich denn noch warten? Hier ist die Bestellung. Nur das Beste. Na endlich, ein paar Klamotten für mich. Was haben wir hier? Du kannst gehen. Mach ich, meine Königin. Was für ein schickes Kleid. Das muss ich sofort anprobieren. Oh ja, so gefalle ich mir.
Ich frage mich, wie die Arme und die Reiche von ihren Klassenkameraden begrüßt werden. Oh, hier kommt das arme kleine Mädchen. Ich bin da. Hallo Mädels, freut mich, euch zu sehen. Ich würde ihr gerne sagen ebenfalls, aber nein. Oh, wer ist das denn? Ah, natürlich, das ist die Bonze. Oh, really? Wow, schaut euch diesen roten Teppich an. Na, anders geht's ja nicht. Schließlich ist das ja die Königin, die hier zur Schule gekommen ist. Na, endlich. Das hat eine Weile gedauert. Hallo Mädels, wie geht's euch? Das Auto holt Marie nach der Schule ab und in der Zwischenzeit fühlt sie sich hier wie eine Königin. Alle wollen hier mit ihr befreundet sein. Manche recken sogar ihre Hälse, um ihre Schönheit und ihren Glanz zu bewundern. Oh, das ist ja die Freundin von unserem armen Mädchen. Oh, Hallöchen, freut mich, dich zu sehen. Mensch, hast du diesen roten Teppich gesehen? Ist ja voll albern. Lass uns in die Schule gehen. Die Klasse schreibt heute Mathe-Test. Aber Marie hat keine Lust drauf. Sie will nicht wirklich lernen, im Gegensatz zu Kate. Okay. Ein Test, das ist schön. Ups. Mein Bleistift ist kaputt gegangen. Mal sehen, was ich sonst noch im Federmäppchen mit habe. Das ist ja nur Gerümpel. Okay. Hey, Freundin, kannst du mir vielleicht einen Bleistift geben? Oh Mann, wie soll ich denn jetzt meinen Test schreiben? Was ist denn? Schau mal, ich habe einen Bleistift. Danke. Nein, der ist nicht für dich. Ich habe eben genug Bleistifte. Mann, das ist ja voll gemein. Moment, ich habe mir was überlegt. Ich werde einfach Wasser auf ein paar Skittles tröpfeln und schon habe ich Farbe. So kann ich meinen Test bestehen. Wie ist das denn möglich? Awesome. Noch ein paar Kreise. Ich bin fertig. Danke sehr. Oh nein, ich habe den Test ganz vergessen. Was soll ich denn tun? Aha, dieser hier schnarcht und er hat alles gelöst. Ich weiß, was ich tun kann. Hey du, wach auf. Schau mal, wie viel Geld ich hier habe. Oh, ist das alles für mich? Das Geld kannst du haben, wenn du mir deinen Test verkaufst. Bitte sehr. Wunderbar. Ich bin auch fertig. Können Sie haben. Na, hast du gesehen? Mann, was für eine Nervensäge. Yeah, ich hab ne sehr gut. Da kannst du neidisch sein, Marie. Ich hab den Test auch bestanden. Was? Eine ungenügend? Hey, wach auf. Du hast eine schlechte Note geschrieben. Ja, tut mir leid, aber ich habe dir keine gute Note versprochen. Der Schulgong läutet zur Pause. Manche packen ihre Sachen und manche entscheiden sich, einen kleinen Snack zu haben. Könnt ihr bitte alles wegpacken und mir den Tisch servieren? Wunderbar. So gefällt es mir. Ich mag es, italienische Pizza bei Kerzenlicht zu essen. Schmeckt gut. Ich liebe es. Was ist da mit dir los? Nichts. Ich habe hier irgendwo ein selbstgemachtes Sandwich. I love you. Oh, es ist so süß. Von meiner Mama. Die hat sich so viel Mühe gegeben. Ich liebe es. Oh, sieht ja wirklich appetitlich aus. Oh, ich hätte Lust auf ein paar Sandwiches. Bingo. Hey, willst du vielleicht mit mir tauschen? Ja, natürlich. Hier, bitte sehr. Oh, ich habe richtig Lust auf eine Pizza. Richtig lecker. Mm, wunderbare Sandwiches. Ich spüre richtig, dass die mit Liebe gemacht sind.